Alexa, schalt das Licht im Arbeitszimmer auf blau. Alexa, Fresse halten. Das weiß ich leider nicht. Doch, das weißt du. Du hältst nicht die Fresse. Das ist doch wohl nicht dein Ernst, Alter. Alexa, schalt die Fensterlampe an. Alexa, schalt das Studio auf blau. Alexa, schalt das Studio auf blau.
Leute, um das ein für alle mal klarzustellen und danach hat es hier im Chat nichts mehr verloren. Ich will davon nichts wissen, ich will davon nichts hören und ich will davon nichts sehen, weil es mich überhaupt nicht interessiert. Fakt Nummer 1. Wenn man sich eine Marke schützen lassen will, und ich gehe mal nur von einer Wortmarke aus, unabhängig von einem Logo, wenn man sich eine Wortmarke sichern will, kostet es schon mehrere tausend Euro zum Teil. Vor allem nur innerhalb von Deutschland, beziehungsweise dann gibt es die Möglichkeit, es innerhalb von Deutschland, innerhalb der EU oder weltweit die Möglichkeit, es zu sichern. Und es kostet mehrere tausend Euro nur die Wortmarke. Dazu kommt dann in dem Fall angeblich auch noch mein Logo, welches nicht mal mein Logo ist, was hier oben angezeigt wird. Das ist nur ein Profilbild. Das ist also noch nicht mal ein Logo. So, also tut mir bitte den Gefallen und lasst's gut sein. Erstens mal bezweifle ich, dass das echt ist. Das ist hundertprozentig ein Fake. Und wenn es kein Fake ist, dann soll mich die Person, wenn sie unbedingt meint, verklagen. Weil ich seit über 8 Jahren mit YouTube und meinem Namen Drachenlord, Drache offiziell, und seit über 7 Jahren mit diesem Logo, beziehungsweise mit dem Drachenlord-Logo rumlaufe, was wirklich mein Logo ist. Ja. Also entweder es ist ein Fake, wovon ich sehr stark ausgehe, weil es mehrere tausend Euro kosten würde. Ich weiß es, weil ich habe mich nämlich schon mal damit befragt, mit einem Medienrechtsanwalt aus Köln habe ich da schon mal telefoniert, unter anderem wegen der BLM, und dann habe ich mich bei der Gelegenheit auch gleich über die Sache mit Markenrechte informiert, weil die nämlich das auch machen würden. Das kostet mehrere tausend Euro, wenn man es richtig machen will. Da kostet man, da zahlt man keine 200 Euro oder was, sondern zahlt man schon mal einen Tausender oder sogar mal 1200 oder sogar mehr. Also ich bezweifle, dass für einen kleinen Scherz, wo hinterher wahrscheinlich sowieso, obwohl die Marke dann geschützt ist, hinterher trotzdem nicht durchgehen wird. Also Fakt ist, ich habe keine Markenrecht-Dingsbums beantragt, und selbst wenn ich es hätte, würde das, wäre das immer noch scheißegal, weil die Hater letzten Endes davon nichts haben. Den Hatern kann es scheißegal sein, weil es wieder nur irgendeine Fake-Aktion ist, um ihr Met zu produzieren. Falls es euch schon mal aufgefallen ist, in der letzten Zeit haben die relativ wenig Met abbekommen. Und deswegen versuchen die momentan mit aller Gewalt, ihr Met zu produzieren. Was mir persönlich komplett am Arsch vorbeigeht. Die langweilen mich seit über 6 Jahren, seit über 7 Jahren, langweilen mich diese Menschen immer mehr. Und wer das Ganze mit dem Hate immer noch lustig findet, die ganzen Fake-Accounts auf YouTube schaut, die ganzen Fake-Geschichten auf YouTube mitverfolgt, diese ganzen Provokationen, diesen ganzen Kindergarten, diese ganzen Angriffe auf mich, auf mein Grundstück, auf mein Leben oder sonst was, was auch immer. All diese Sachen werden irgendwann immer mehr in die Nichtigkeit geraten. Im Moment ist es noch immer so, dass die Hater noch ein bisschen die Oberhand haben. Es wird vermutlich auch noch eine ganze Weile so bleiben, aber früher oder später wird die Mehrheit der Menschen aufwachen. Momentan sind sowieso schon sehr viele dabei, aufzuwachen und zu merken, dass das, was die Hater hier abziehen, nicht nur eine Hexenjagd ist, sondern einfach nur ein asoziales Verhalten von Menschen, die einfach nicht in der Lage sind, sich auf etwas zu konzentrieren, worauf sie wirklich Bock haben, anstatt sich mit Sachen zu beschäftigen, die Scheiße bauen. Also, ich habe keine Wortmarke ins Leben gerufen. Das hat auch mit Sicherheit niemand anderes. Das ist meiner Meinung nach ein Fake. Vor 2 Jahren oder 3 Jahren hatten wir diese Aktion schon einmal. Da hat auch jemand so eine Fake-Aktion losgetreten. Hat damals genauso wenig gebracht, wie es heute bringen wird. Und selbst wenn, man kann nicht einfach so ein Markenrecht machen. Das kostet mehrere tausend Euro, wird dann alles auch noch überprüft und so weiter und so fort. Heißt im Klartext, entweder die Person, die das macht, muss es auf meinem Namen machen, weil die Sachen werden auch rechtlich nachgeprüft. Und dann kommt raus, wer tatsächlich das Recht auf diese Marke hat und so weiter und so fort. Also tut mir den Gefallen und lasst dieses scheiß Thema. Das hat hier nämlich absolut nichts verloren. Genießt lieber die Musik und haltet euch lieber über anständige Themen, anstatt über irgendeinen Kindergarten von irgendeinem Hater, die wieder nur da sind, um irgendeinen Met zu produzieren. Weil mehr ist das letzten Endes nicht. Das ist einfach nur hässliche Propaganda von hässlichen Menschen, die nichts anderes können, als hässliche Sachen zu produzieren. Weil sie letzten Endes schlicht und ergreifend selber nicht den Verstand, nicht den Mumm und nicht die nötigen Voraussetzungen haben, was Eigenes zu machen. Und genau aus diesem Grund streamen sämtliche Restreamer meine Sachen, weil sie keine eigenen Contents produzieren können oder wenn sie könnten, das schlicht und ergreifend niemanden interessieren würde. Genau aus diesem Grund müssen sie auf mich zurückgreifen, weil ich so viel geiler bin, als sie es je sein werden. Und das, meine Lieben, ist die Wahrheit. Und wenn ich arrogant rüberkomme, dann habe ich auch Grund dazu. Weil die ganzen Restreamer gibt es nur, weil ich so geil bin. Und meine Streams.
Nicht, weil die Hater irgendeinen Kindergarten damit abziehen. Und wer das leugnet, hat selber keine Ahnung. So ist das. Danke für die ganze Unterstützung. Nee, ich hab Halsschmerzen. Nee, es ist nicht kalt. Wir haben 19,2 Grad hier drin, aber ich hab Halsweh. Dankeschön. Weil die Hater gleich wieder abschauen, seine Scheiße hat nur noch 5 Grad. Ach, wartet. Vielleicht geht das Licht aus hier. Das Häuschen symbolisiert das, die Temperatur im Haus. Das andere ist die Temperatur außen. Das heißt wieder, Lügner. Nur weil die Hater immer lügen, heißt nicht, dass ich auch immer lüge. Ah, ich habe übrigens Borderlands jetzt durchgespielt. Auf der Dark. Da fällt mir ein, ich muss noch die Kommentare durchchecken. Wartet mal kurz, ich muss mal kurz hier über. Metal oder ist ja. Ja, okay. Habe ich schon fertig gerendert, sehr gut. Jetzt kann ich auch mal hier im Stream noch zusätzlich fragen. Habt ihr Interesse, dass ich Borderlands noch einmal durchspiele im höheren Schwierigkeitsgrad? Oder ich weiß nicht, wer von euch schaut. Fang mal anders an. Wer von euch schaut überhaupt meine Let's Plays? Okay, es sind also schon relativ viele dabei, die so schauen. Weil ich wollte nur wissen, wie viele da überhaupt mitschauen. Also ihr wollt ihr, dass ich Borderlands 3, dass ich den nächsten Schwierigkeitsgrad spiele? Habt ihr da Interesse dran?
Es ist halt die, man muss ja dazu sagen, es ist die komplette Story nochmal, ne? Es ist genau das gleiche Spiel, komplett die gleiche Story, nur dass man sämtliche Fähigkeiten, die man vorher hatte, schon hat und die weiter auflevelt. Ja, es ist im Prinzip dasselbe Spiel, man muss nur die Charakter, man muss nur das Zeug weiter aufleveln. Man muss die man muss halt alles nochmal neu machen. Komplett, die komplette Story nochmal durchspielen. Nur dass man halt mit den Waffen, die man hatte, schon loslegt. Zumindest wenn es so ist wie im dritten Teil. Muss man dazu sagen, wenn es so ist wie im dritten Teil. Wie im zweiten Teil. Geiler Spiel, kann man immer zocken und schauen. Glaube da eine. Was gibt's da Max Level? Ja, es gibt. Also, ich kann natürlich nur vom zweiten sprechen. Aber das zweite hat ein Max-Level von 80 mittlerweile. Da war recht lange die Max, das Max-Level, weil das Max-Level war lange Zeit 70. Ne, 72 war das Max-Level. Und dann kam nochmal, kurz vorm Dreier, kam nochmal eine Erweiterung dazu, die kostenlos war, glaube ich. Und dafür konnte man, da musste man sich nur registrieren. Und da konnte man dann bis Level 80 weiter zocken. 50 ist in Borderlands 3 Max. Echt? Was? Bloß 50? Echt? Dann bin ich ja schon fast durch. Ich bin ja schon Level... Moment. Uno Momento. Was für Level war ich denn am Schluss? Ich war am Schluss Level 37, fast 38. Echt? 50 ist Max Level? Apfel? Du bist der verdammte Vollidiot. Also, wenn es ist wie im zweiten Teil. Im zweiten Teil hatte man nach dem Max-Level. Also, wir brauchen uns nichts vormachen, ne? Borderlands. Wartet mal. Wir brauchen uns nichts vormachen. Borderlands gibt definitiv, wird es da noch hunderte DLCs geben. Ja? Das war im Zweier so. Ich glaube, auch im Einser gab es einige DLCs. Im Zweier war es auf jeden Fall so. Es wird auch im Dreier so sein. Da gibt es 100 pro noch hunderte. Da werden noch Dutzende DLCs kommen. Und was ich vermute, also ich weiß auf jeden Fall, dass wenn man es jetzt durch hat, ich habe ja das Spiel jetzt durch an sich, dann gibt es normalerweise noch die Möglichkeit, neben dem normalen Leveln, gibt es dann noch die Möglichkeit, dass man, im zweiten Teil war es der Badass-Rang, jetzt im dritten Teil ist es der Wächter-Rang, glaube ich. Und das ist auf jeden Fall ein Level, das gibt es neben dem normalen Leveln, kommt das noch dazu. Da muss man verschiedene Aufgaben lösen, damit man das immer weiter aufpowern kann. Und was ich 100% garantieren kann, was ich mir zu 90 oder 99% sicher bin, ist, dass neben dem Hauptlevel, also dem Max-Level, gibt es mit Sicherheit dann noch sowas wie die Übermacht-Level. Im zweiten Teil waren es Übermacht-Level. Das ging, glaube ich, bis... Nee, 8? 8 oder 9 waren die maximalen Übermacht-Level. Die waren aber an sich schon. Da war jedes einzelne Übermacht-Level war so stark wie nochmal ein kompletter Schwierigkeitsgrad, eigentlich. Und bevor man die Übermacht-Level spielen konnte, musste man das Spiel komplett in Max-Level durchspielen, in 3 Schwierigkeitsgrade. Also ich vermute mal sehr stark. Ich weiß nicht, Apfel, du hast das Spiel anscheinend schon gespielt. Kannst du mir sagen, gibt es drei Level-Up, also gibt es 3 Schwierigkeitsgrade oder gibt es nur 2 Schwierigkeitsgrade? Was mich überrascht ist, dass es plus 50 ist. Also ich hatte schon mit 60, 65 hatte ich eigentlich gerechnet als Max-Level, weil im Borderlands 2 war es so, dass der ursprüngliche Schwierigkeitsgrad, der höchste Schwierigkeitsgrad, war, glaube ich, Level 60 oder so. Nee, ich habe Halsschmerzen.
Was ist 2020 Winchester? Ja, also so oder so. Ich denke, es wird auf jeden Fall noch mehr Schwierigkeitsgrade geben. Und da wird es 100% so hinauslaufen, dass ich. Da wird es auf jeden Fall so hinauslaufen, dass wir die verschiedenen DLCs auch noch als Let's Play irgendwann mal machen werden. Weil das möchte ich bei Borderlands auf jeden Fall durchziehen. Du hast den normalen Modus, dann den True. Was? Den True World Modus, also den zweiten Schwierigkeitsgrad. Und kannst aber. Noch Mayhem 1 bis 3 einstellen. Okay, was ich weiß, was es gibt, das war der Chaos-Modus. Wenn man das Spiel das erste Mal durch hat, hatte man ein Artefakt bekommen, das war dann der Chaos-Modus. Das war das, was ich mitgekriegt habe. Einen anderen Schwierigkeitsgrad habe ich noch nicht spielen können. Schluck auf. Kennt ihr das, wenn ihr Schluck auf habt und aufstoßen müsst? Das ist voll unangenehm. Ja, also Fakt ist, das wird auf jeden Fall, denke ich, so oder so noch weitergehen. Es wird, denke ich, nicht damit enden, den Schwierigkeitsgrad. Aber wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt, dass ich das mitmache, weil sonst hätte ich halt den Account privat weitergespielt. Aber wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt das mitnehmen und wollt, dass ich das mitnehme, dann nehme ich das halt mit. Ist ja kein Thema. Ich denke eh nicht, dass es so viele Let's Player geben wird, die den Übermachtsmodus weiterspielen. Und ich bin mir nicht sicher, ich glaube, ich bin der einzige Let's Player, der das Spiel überhaupt schon so weit hat. Wie wir es sind. Ich habe ja sehr viele Sachen mitgenommen. Nicht alles, aber sehr vieles habe ich mitgenommen. Also ich könnte mir vorstellen, ich bin so ziemlich einer der einzigen, der so weit gekommen ist. Also im schon hochgeladenen Folgen, meine ich, ne? Also ich habe noch keinen gesehen, der in den Folgen so weit ist wie ich. Aber kommt noch dazu natürlich, dass ich fast jeden Tag zwei Folgen pro Tag hochlade, ne? Anti-Mobbing-Geist, das ist aber keine coole Aussage von dir. Sowas posaunt man eigentlich nicht rum. Ich habe die ganze Zeit gesagt, dass ich im Hintergrund neu designen möchte. Was? Du arbeitest auch einiges an Folgen runter. Jeden Tag. Also bei mir, was kam denn jetzt? Heute ist gekommen. Heute müsste gekommen sein. Eine Folge Overlord. Eine Folge Overlord. Eine Folge Spore. Zwei Folgen Borderlands, wenn ich mich nicht ganz täusche. Eine Folge Zelda. Eine Folge A Story About My Uncle. Habe ich was vergessen? Ancestor kam gestern noch in die letzte Folge. Das habe ich jetzt beendet. Habe ich was vergessen? Es kamen zwei Folgen Borderlands. Eine Folge Overlord, eine Folge Mario, eine Folge Zelda. Genau. Ach so, und natürlich Story of Bob My Uncle und Spore. Genau, das war alles. Das kam nur heute. So viele Views. Wenn man bedenkt, wie viele Videos ich hochlade und wie groß meine Reichweite auf dem Gaming-Kanal ist, nein. Wenn man die Größenordnung bedenkt, dann habe ich nicht viele Aufrufe. Zum Vergleich auf dem Hauptkanal habe ich, aber ich bin auch kein guter Let's Player. Zum Vergleich auf dem Hauptkanal habe ich mit der gleichen Abonnentengröße und aber bloß einem oder zwei Videos in der Woche habe ich das Doppelte, wenn nicht das Dreifache an Aufrufen gehabt.
Also im Monat, ne? Die monatliche Aufrufzahl rechne ich da jetzt. Aber da hatte ich auch auf die einzelnen Videos zwischen mit 16.000, fast 17.000 Abos. Wie viel habe ich denn da gehabt? Da habe ich fast, zu dem Zeitpunkt habe ich viel mehr Klicks gehabt, als ich auch Abonnenten hatte. Da hatte ich etwa 20.000 Klicks pro Video. Hatte aber auch bloß 2 oder 3 Videos in der Woche, wenn überhaupt. Also, das ist natürlich dann schon eine andere Größenordnung. Aber ich beschwere mich nicht. Ich finde es trotzdem immer schön, mir gefällt es immer. Und ich freue mich ja trotzdem, wenn überhaupt Leute zuschauen. Ich spiele das Spiel ja auch gerne und so. So ist es ja nicht. Also ich setze mich da ja gerne hin und let's play das für euch. Deswegen beschwere ich mich da auch nicht. Es macht mir ja auch Spaß, so ist es nicht. Mach doch wieder Brotvideos. Leute, erstens habe ich auf meinem Hauptkanal fast 92.000 Abonnenten. Zweitens habe ich auf meinem Hauptkanal fast über 800.000 Aufrufe im Monat. Ja. Also das ist... Ich persönlich finde, das reicht. Ich mache gerne ab und zu mal Videos, so ist es nicht. Aber ich habe auf dem Gaming, auf dem Hauptkanal habe ich derzeit eine Aufrufzahl im Monat von über 800.000. Ganz exakt, die Aufrufzahl kann ich ja erzählen, das ist ja uninteressant. Es geht ja nicht um den Betrag, den ich verdiene. Okay, im Moment bin ich jetzt ein bisschen abgesackt, weil ich längere Zeit keine Videos gemacht habe. Aber ich bin im Moment mit 91.100 Abonnenten, knapp 91.200 Abonnenten, bin ich auf einer Aufrufzahl von 758.184 Aufrufe. Und das nur in den letzten 28 Tagen, in Anführungszeichen nur. Die Real-Streams werden hier nicht erwähnt. Wenn du jetzt ein anderer gewesen wärst, wärst du für den Satz rausgeflogen. Habe ich auch schon so oft gesagt. Die Real-Streams interessieren mich nicht. Und das sind nicht meine Aufrufe. Eigentlich dachte ich, dass ausgerechnet du dich dran hältst. Und du bist doch einer von denen, der schon lange dabei ist. Habe ich schon so oft gesagt, ey. Das ist Nightcore. Das ist eine Nightcore-Version, ja. Oh, ich habe aber gerade Lust auf ein Lied von der Band. Wartet mal. Willst du mich verarschen? Ich habe heute jemanden rumlaufen sehen mit dem T-Shirt. Das ist lange her, dass ich die Band gehört habe. Also, dass ich 850.000 Dislikes habe, würde mich wundern. Das würde nämlich voraussetzen, dass ich für jedes Video die doppelte Anzahl oder fast die doppelte Anzahl von Likes oder Dislikes haben müsste, was ich dann aufrufen habe. Und bei den meisten Videos, nur mal um das mal rein mathematisch dem Kollegen da ein bisschen malig zu machen,
Und nein, ich bin kein Mathematiker, nein, ich bin da nicht lustig, nein, das ist nicht lustig, bla 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 bla. Nee, um es jetzt mal ernsthaft anzusprechen. Wenn du sagst, ich habe 50.000 Aufrufe und ich habe irgendwas mit, was waren das, über 850.000 Dislikes. Das würde voraussetzen, dass ich in jedem Video, wo ich, sagen wir mal, 35.000, wie beim letzten Livestream-Video, dann müsste ich auf dem Video von 35.000 Aufrufen ein Dislike-Verhältnis von über 60.000 Abonnenten haben. Von 60.000 Dislikes haben. Das haut mathematisch gar nicht hin, Kollege. Weil das heißt, es müsste jeder User mindestens zweimal Dislike gegeben haben und es geht nicht. Das funktioniert nicht. Jeder User kann nur einmal Dislike geben. Also kannst du gar nicht mehr Dislikes haben, als du Aufrufe hast. Das funktioniert nicht. Wenn überhaupt, wäre es ein 1:1 Verhältnis. Und selbst das ist es nicht. Danke, Peter Muffel. Es ist kein Fehler im YouTube-Algorithmus. Es ist einfach nur wieder ein Typ, der Scheiße labert. Gandhi Mandi hat richtig gute Aussage getroffen gerade. Hätte ich selbst nicht besser sagen können. Habe ich alles schon durch. Interessiert mich ja, wie mit 55 noch Zuschauer ab? Nö. Ich bin keine 55, ich bin 30. Habe ich also nur noch 25 Jahre Zeit. Wenn du es mir an die Paketstation schickst, im Normalfall schon. Und wenn es als privat gekennzeichnet ist. Wenn es von irgendeiner Firma außer Amazon geschickt wurde, dann nicht. Was ja logisch ist, weil ich nicht irgendwelche Sachen annehme, von denen ich nicht weiß, ob da hinterher eine Rechnung drinnen ist. Deswegen nehme ich nur die Sachen an, von denen ich weiß. Kommt darauf an, wie du es schickst. Privatsachen nehme ich normalerweise an. Was da zum Teil schon alles gekommen ist. Da kommen Leute, die schicken mir Sachen, wollen mich damit verarschen und was ist drinnen? Müll. Ich mache die Mülltonne auf, schmeiße das Paket, wie es ist, in die Mülltonne, denk mir dann, cool, geh ins Haus und das war's und denk dann immer dran. Und die Hater haben da zum Teil 10 Euro oder was für ein Paket, weil es ein 10 Euro Paket von der Größe war und vom Gewicht. Zahlen da 10 Euro für so ein Paket. Hä? Das ist natürlich richtig dumm. Killer Dave, dann hoffe ich, dass du in Zukunft drüber nachdenkst, was du zu Hause hast und deinen Kühlschrank nicht zu voll stopfst. Sondern erstmal das ist, was du zu Hause hast. No Life Kiddies. Ja, oder einfach Kinder von reichen Eltern und verzogene Gören. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob die Paketstation überhaupt eine bestimmte Größenordnung hat, wo man den das schicken kann. Aber bedenke bitte, wenn du da irgendwas hinschickst, dass ich das auch noch transportieren können muss. Also am besten kein Paket, was größer ist als mein Auto. Nur Spaß. Dankeschön, Hilfofi, fürs Abonnieren. Hey, mein Paypal geht wieder.
Glückwunsch. Oh, mein Hals, ey. Der bringt mich noch um. Boah, es ist kalt ohne Schal. Dann der Tee mit Honig. Wirklich Schweinchen schlau. Sag bloß. So, übrigens, vielen lieben Dank für den Met. Jetzt fehlt mir eigentlich nur noch, jetzt habe ich noch mal ein Paket mit Met bekommen, mit dem zweiten Kanister, mit dem Kirschmet. Allerdings fehlt mir jetzt dummerweise immer noch dieser Schrauber. Und das immer aus dem Kanister zu schütten, wenn man gerade so ein Schraubding hat, ist auch ein bisschen schwierig. Und mal schauen, ob ich da irgendwo eins kriege. Und sei mal nicht so unhöflich zu einer Dame. Wer ist unhöflich? Nee, ist schon eine geile Sache, auf jeden Fall. Ein Göttertrunk könnte ich mir auch mal wieder machen. Mal gucken, wann ich mir damit wieder anmache. Statt dich krank. Der war gut. Alter. Oh, einer meiner Lieblingssongs von Bullet. Ich hoffe, der Schal beantwortet auch die Frage, ob ich Powerwolf kenne. Weil das auch schon wieder jemand gefragt hat mal. Klar kann man sich krank schreiben, wenn man selbstständig ist. Wenn du dich krank schreiben lässt, das muss ja mit deiner Krankenkasse geklärt werden. Außerdem, auch wenn du selbstständig bist, verdienst du ja dein Geld. Und du musst ja dann trotzdem schauen, wie du in der Zeit, wo du krank bist, Geld verdienst, was ja dann über die Krankenkasse geklärt wird normalerweise. Dafür gibt es ja die Kasse. Der Paul schon dreimal, nee, viermal. Viermal live gesehen. The Bold Direction. Janka, das kann ich dir so nicht beantworten, weil das gar nicht so einfach zu beantworten ist. Es kommt immer auf den Stand an. Es gibt ja, du musst es immer so sehen, es gilt für die Versicherung, es gilt für die Steuer, es gilt für so ziemlich alles, was man machen muss, wenn man selbstständig ist.
Es wird alles nochmal kategorisiert, gegliedert. Ich zum Beispiel, ich habe ein Nebengewerbe mit YouTube. Was jetzt mittlerweile aber bald, also muss ich jetzt dann wahrscheinlich dieses Jahr, muss ich jetzt ummelden, vermutlich, auf ein Vollzeitgewerbe. Und das sind dann andere Voraussetzungen und andere Zusammenhänge mit dem ganzen Zeug. Schon mal was davon gehört, dass es unhöflich ist, andere Leute nach ihren finanziellen Situationen zu fragen? So was macht man nicht, Leute. Ich weiß nicht, wo ihr eure Erziehung genossen habt, aber ganz im Ernst, ey. Ihr solltet nochmal mit euren Eltern sprechen oder mit eurem Erziehungsberechtigten. So was macht man nicht. Ja, Büroarbeiten sind es auf jeden Fall die Sau. Fast ein Grund dafür aufzuhören mit einem Hauptgewerbe oder eigenen Gewerbe. Also glaubt mir, wenn man Angestellter irgendwo ist, hat man es meistens leichter. Hat aber auch seine Vorteile. Es ist wie immer, es ist wie alles im Leben. Es hat immer seinen Vor- und seinen Nachteil. Die Frage ist, ob man die Vorteile für die Nachteile bereit ist aufzuwiegen. Du bist Hans Entertainment. Ja, ich sehe nur besser aus. Ach so, scheiße, da ist auch ein Streifen im Gesicht, ne? Scheiße. Aber ich sehe doch eindeutig besser aus. Wenn du ein Angestellter bist, musst du halt machen, was der Chef dir sagt. Ich bin halt mein eigener Chef und mache halt selber, was ich will und was ich für richtig halte. Aber ganz so einfach ist es auch nicht. Weil man hat halt trotzdem immer im Hinterkopf, ich muss so und so viel heute machen, damit ich ja morgen mein Geld habe. Was bist du nicht, aber auch irgendwie auf uns angewiesen? Achso, bist du nicht aber auch. Ja, natürlich, klar. Habe ich euch aber auch schon oft gesagt und dafür danke ich euch auch jedes Mal. Oder ist es noch nicht aufgefallen, Nils? Ich danke euch doch ständig dafür, dass ich das dank euch alles erleben kann. Mir ist noch etwas eingefallen, was ich zu der Sache noch sagen will. Zu der Sache, was ich vorher nochmal gesagt habe, was ich in meinem Chat sehen will, wo ihr euch auch gut dran haltet. Vielen Dank schon mal dafür.
Das möchte ich auch jetzt gar nicht das Thema wieder aufgreifen. Ich möchte nur eine Sache noch dazu sagen. Sollte es wirklich dazu kommen, das habe ich vorhin vergessen zu sagen, soll es wirklich dazu kommen, dass diese Person tatsächlich das Recht hat und sie dann hinterher, wenn es wirklich zu einer Gerichtsverhandlung, was weiß ich, alles kommt und dann wirklich damit auch durchkommt, dann nenne ich mich halt in Zukunft der Namenlose. Das ist mir ehrlich gesagt auch egal. Also wollte ich nur mal kurz so anmerken, nur damit ihr schon mal Bescheid wisst. Ich habe nie viel Schlaf, wenn ich alleine schlafe. Ich bin generell nicht so der Mensch, der alleine schläft. Ich weiß nicht, ich habe da schon immer Probleme gehabt mit. Ich habe lieber jemanden an meiner Seite. Red Rose, Dankeschön. Vielen Dank für deine Unterstützung. Der kommt damit in den Doch und wie gesagt, das ist eh. Ich wollte nur entscheiden, das nur schon mal sagen, damit ihr Bescheid wisst. Das Thema hat, wie gesagt, nichts verloren hier im Stream. Ich wünsche mir zu Weihnachten das Gleiche, was ich mir jedes Jahr wünsche. Dass die Menschheit aufhört, sich gegenseitig zu vernichten. Leute, ist jetzt gut mit Namensvorschlägen. Ich habe euch schon gesagt, was Sache ist. Ich wollte das ganze Thema jetzt halt wieder aufleben lassen. Ich habe euch nur Bescheid geben wollen, damit ihr Bescheid wisst. Bei mir hat es aktuell 19,8 Grad. Es ist sogar wärmer geworden im Zimmer. Es geht aber nicht darum, dass mir kalt ist, sondern dass ich Halsschmerzen habe. Deswegen habe ich den Schal um. Ich habe mittlerweile beide Kanister, ja. Ich habe nur leider nichts zum Draufschrauben fürs Ausschenken. Das ist das Bedauerliche daran. Also ich muss sagen, mir persönlich ist es auch schon wieder sehr warm in letzter Zeit. Ich habe jetzt den Ölofen, wann habe ich ihn das letzte Mal angehabt? Mitte letzter Woche? Also seit über einer Woche schon den Ölofen nochmal angehabt. Könnte sogar länger her sein. Ich weiß es noch mal. Leute, Steuerkram,
Stream, was ich damit verdiene, was ich damit mache, was meine Versicherungen sind, das geht euch alles nichts an. Sagt mal ganz ehrlich, wie seid denn ihr erzogen worden? Med hat nicht besonders viel. Ich glaube, die ganzen 10 Liter, was ich da habe an Kanistern, die haben insgesamt vielleicht... Was dürften die 10 Liter haben? Vielleicht 20, vielleicht 25 Prozent, wenn überhaupt. Die hat, Med hat nicht viel. Ist ja bloß ein Wein. Der Witz ist, wenn die Ölöfen verbieten wollen, dann müssen sie auch Ölheizung verbieten. Weil es nicht viel anders ist. Ein anderes Öl. Nein, ist es nicht. Das Öl, was ich kaufe, heißt sogar offiziell Heizungsöl, was ich für meinen Ofen benutze. Das ist genau dasselbe Öl, was du in der Heizung drin hast. Es gibt nur einen Unterschied, vom Öl her gibt es nur einen Unterschied, was die Dinge angeht. Die Beschaffenheit vom Öl, da gibt es Unterschiede. Aber der Ölofen selber, es kann sein, dass die eine bestimmte Art von Öl abschaffen wollen, das kann es sein. Aber der Ölofen brennt auch mit anderem Öl. Der ist nicht auf eine Ölsorte geprägt. Ich kann das gleiche Öl verwenden, wie das, was du verwendest für eine Heizung. Leute, es ist völlig egal, ob's Öl ist, ob's Holz ist, ob's irgendein anderes brennbares Material ist, um nicht zu sagen fossiler Brennstoff, ist alles schädlich für die Umwelt. Diesel ist genauso schädlich für die Umwelt. Ich habe 3 verschiedene Arten zu heizen. Ne, sogar 4 verschiedene. Ja, 4. Was läuft denn da gerade? Alter, das ist so eine Art Arktika, wie kann man das nicht erkennen? Was ist denn heute los mit euch, Leute? Seit wann erzähle ich denn so viel Zeug aus meinem Privatleben? Warum fragt ihr mich denn ständig irgendwas in die Richtung?
bin nicht erkältet, ich habe noch Halsschmerzen. Rauchen bleiben lassen ist immer eine gute Idee. Ich will mit so vielen Zeichen auf der Welt, ich will mit so vielen Sachen ein Zeichen auf der Welt setzen, aber meine Haare gehören nicht dazu.
Ich habe unterschiedliche Schuhgrößen, je nach Schuhe. Also je nach Schuhart. Wenn du mich gemeint hast. Unterschiedlich. Ja. Das kommt einmal auf die Schuhe an. Zum Beispiel brauche ich bei Stiefeln immer ein oder zwei Nummern größer als zum Beispiel bei Turnschuhen. Bei Turnschuhen geht einmal eine Größe kleiner oder die Größe, die ich normalerweise habe, auch je nachdem, wie sie geschnitten sind. Es kommt immer auf den Schuh als solches an. Lustigerweise haben in Italien die Leute kleinere Füße, aber größere Schuhe als bei uns. Bei denen kannst du viel größere Schuhe kaufen als bei uns. Aber und in Deutschland haben die Leute größere Füße, haben aber kleinere Schuhgrößen. Da kommt man nicht so leicht an die Größen, die ich brauche, ran. Meine Springerstiefel zum Beispiel sind 50. Meine Springerstiefel sind zum Beispiel 50. Meine Turnschuhe sind 38, nee, 38, genau. Das wäre mir auch extrem. Nee, meine Turnschuhe sind 49, 48, 49 sind meine Turnschuhe oder 48,5, ich weiß nicht genau. Und meine Springerstiefel sind zum Beispiel sind 50. Und nein, das ist kein Scherz. Meine Springer sind jetzt oben, die hole ich jetzt nicht. Ich habe Kopfschmerzen und Halsschmerzen. Habe nur 37. Angelika, nimm mir das nicht krumm, aber du bist ein Mädchen. Mädchen haben prinzipiell kleinere Füße. Stimmt zwar nicht immer, ich kenne eine, die hat fast so große Füße wie ich. Aber trotzdem. No sorrows. Bei Turnschuhen ist halt der Vorteil, dass die Schuhe meistens besser geschnitten sind, wenig leichter und weiter geschnitten sind als zum Beispiel meine Springerstiefel, die aus Leder sind. Da fällt mir ein, ich müsste meine Springer auch mal neu besohlen lassen. Da ist wieder die Frage, ist es sinnvoller, meine Springer neu besohlen zu lassen oder mir gleich neue Springer zu kaufen? Wie viele Paar Schuhe hast du? Ne, vier. Zwei Paar Hausschuhe, Turnschuhe und die Springer. Hab 13 Paar. Wofür? Du hast doch bloß zwei Füße. Wenn ein Paar mal nass ist, ja, dann würde ich verstehen, dass du vielleicht ein paar mehr Schuhe hast als ich. Ich habe zwei Arten von Hausschuhen. Ich habe Winterhausschuhe und ich habe Sommerhausschuhe. Logisch. Ich habe meine Turnschuhe und ich habe meine Springerstiefel. Auch logisch. Wenn ich mir jetzt nochmal Schuhe zulegen würde, dann wären es höchstens nochmal Turnschuhe. Einfach nur deswegen, weil die dann halt quasi aufgrund dessen,
Man hat aufgrund dessen das Video ist so geil. Weil der aufgrund dessen dann wenn er dann welche nass sind. Aber selbst dann. Meine Schuhe nass sind. Ich laufe sowieso fast nur barfuß. Im Sommer vor allem. Ich laufe im Sommer eigentlich nie in Schuhen rum. Immer barfuß. Ich war dieses Jahr im Sommer sogar barfuß, wenn ich ja unterwegs war, einkaufen oder so. Juckt mich nicht. Was will ich denn mit so vielen Schuhen? Ich habe nur zwei Füße. Ich brauche doch keine 20 Paar Schuhe. Ich habe vier Paar Schuhe. Davon sind zwei verschiedene Hausschuhe, für den Sommer und für den Winter. Obwohl es dann nicht scheißegal ist, was ich sowieso im Winter trage. Und Turnschuhe und... Nee, ich habe sogar doch fünf. Ich habe noch ein paar für... Doch, ich habe noch fünf. Ich habe noch ein paar... Wie heißen es? Die habe ich nicht gedacht, weil die habe ich nie zu Hause an. So Badelatschen habe ich noch. Wenn ich in die Sauna oder so gehe, habe ich noch Badelatschen da. Aber die habe ich zu Hause nie an. Die habe ich halt nur beim Baden an. Hab's mal barfuß draußen probiert. Merke jeden Stein. Ja, das ist ja auch so gewollt. Wer keine Schuhe anhat, geht langsam und vorsichtig. Dadurch nimmt man seine Umgebung auch viel bewusster wahr, Leute. Das ist der Sinn des Ganzen. Leute, ich erwarte von meinen Kleidungsstücken, ob es jetzt Schuhe, Socken oder Unterwäsche oder Hose, T-Shirt oder sonst was ist, ich erwarte von meiner Kleidung generell nur ein einziges Merkmal, dass sie mich schützen bzw. dass sie mich warm halten. Mehr erwarte ich von meiner Kleidung nicht. Und deswegen juckt es mich auch nicht, ob ich jetzt an der Seite ein Loch im T-Shirt habe oder ob ich jetzt irgendwie ein Loch in der Socke habe. Oder ob ich jetzt irgendwie in alten, abgeranzten Turnschuhen rumrenne. Juckt mich nicht. Solange die Schuhe da sind und ihren Zweck erfüllen, werde ich diese Schuhe tragen. Punkt. Man will doch gut aussehen. Sorgen meine Klamotten dafür, dass ich gut aussehe, oder sehe ich von Natur aus gut aus? Ich mache mir keinen Kopf darum, ob ich jetzt 300 Euro Sneaker trage und das jeder bemerkt und mich geil findet, weil ich 300 Euro Sneaker trage, oder ob ich jetzt barfuß rumrenne. Spielt doch überhaupt keine Rolle. Ihr macht euer Selbstbewusstsein viel zu sehr von eurer Kleidung und davon, wie euch andere sehen, abhängig. Das ist dumm, wenn ihr mich fragt. Aber ihr müsst meinen Stil ja nicht nachmachen. Klamotten können einen sehr schön aussehen lassen. Ja. Und was ist, wenn du sie ausziehst? Ein schöner Mensch bleibt auch schön, wenn er hässliche Klamotten anhat. Aber ein hässlicher Mensch bleibt in meinen Augen auch dann hässlich, wobei das natürlich in meinem Fall immer eher auf den Charakter als auf das körperliche Aussehen angeht, wenn er schöne Klamotten anzieht. Wenn mich jemand mag, dann soll er mich so hässlich wie ich bin mögen. Oder eben nicht. Ich hab's nicht nötig, anderen Leuten was vorzuspielen.
Mundi, so ein Thema hat hier nichts verloren, das habe ich schon so oft gesagt. Thank you.
hätte dich jetzt oft genug gewandt, Budi. Oder Bundi. Solche Fragen gehst du am besten wahrscheinlich mal in der Fitnessstudio und fragst danach, die können dich da besser beraten, denke ich. Hast du nicht nach einer Handelbank gefragt habt? Ach, Powerbank. Ich habe das als. Ich habe jetzt gemeint, du meinst eine Handelbank. Ja, dann am besten zum Techniker gehen, zu irgendeinem Vodafone, Telekom oder sonstigen Shop. Und nachfragen. Hello. Guter Song, gute Band. Thank you.
Ich habe wegen Halsschmerzen. Passt schon. Wötsche bitte. Bin ein harter Kerl. Ist auch nicht so verwunderlich, wenn ich immer mit T-Shirt und kurzer Hose draußen rumrenne bei dem Wetter. Und dann noch dazu das T-Shirt nass ist. Weil es gerade frisch aus der Waschmaschine kommt. Kennt jemand die Band, die gerade läuft? Ich habe eine Wärmflasche für die Füße. Warmes Bier. Oh, bist du bei was? Da denkt man immer, die Mädels, die sind so lieb und brav, ne? Und dann kommen die mit so einer perversen Aussage wie, warmes Bier. Ich sauf schon in normalen Umständen kaum Bier. Das kann es sein, aber ich trinke schon in normalen Umständen kaum bis kein Bier. Alexa, schalt die Fernsehlampe aus. Alexa, schalt die Fernsehlampe aus. Achso, falsche Lampe. Alexa, schalt das Licht im Arbeitszimmer aus. Alexa, schalt das Licht im Arbeitszimmer aus. Alexa, schalt das Studio auf grün. Danke für eure ganze Unterstützung, Leute. Dass es keiner erkannt hat, finde ich echt komisch und schade. Aber eine coole Musik. Hast du wenigstens erkannt, was es war? Ihr seid wahrscheinlich auch alle einfach zu jung dafür, das kann auch sein. Das, was jetzt gerade läuft, kennst du auch nicht. Bin 30.
Wie kann man es nicht erkennen? Das gerade war Accept und das jetzt gerade ist Maiden. Auch bekannt als Iron Maiden. Ja, aber Maiden, also zumindest Maiden sollte man eigentlich schon erkennen. Speziell Fear of the Dark. Ja, aber mal abgesehen davon, Fear of the Dark, oder war zumindest zu meiner Zeit so. Wurde so gut wie überall, wo es auf Musik war, gespielt, egal was die gerade waren. Das Lied ist so gut wie überall gespielt worden.
Ich denke, wir machen die 2 Stunden noch gar voll und dann war es das, denke ich. Also das sollte man jetzt zumindest erkennen. Wenn man das nicht erkennt, dann weiß ich auch nicht mehr, dann verliere ich meinen Glauben endgültig. DJ Bobo. Killy, ich hoffe, du wolltest mich nur ärgern. Weil wenn du wirklich davon ausgehst, dass es DJ Bobo ist, ne? Ganz ehrlich, dann ist die Welt gerade untergegangen. Und die nächsten 2 Sekunden rennen irgendwelche Zombies, Werwölfe, Vampire, gefolgt von Aliens durch mein Haus und versuchen mich zu killen. Das ist nicht einmal zu unbekanntes Lied, Alter. Bitte sag mir, du hast mich nur verarschen wollen. Nachher mal noch heiß duschen und dann noch ein bisschen entspannen. Es hat doch jemand begriffen, wer es ist. Herzlichen Glückwunsch. Ich hätte nicht gedacht, dass es jetzt doch jemand rafft. Nein, es ist Pink Floyd. Vielen Dank, Riri, du hast gerade meinen Glauben an alles gerettet. Ich dachte schon, der wird gleich von der Krippe springen, du hast ihn aber gerade noch an der Hand gepackt und zurückgezogen. Ich denke noch 2 Lieder, vielleicht noch 3 Lieder, dann sind wir durch heute. Nee, ich bin überhaupt nicht schlecht gelaunt. Ich habe Halsschmerzen, Leute, ich bin nicht schlecht gelaunt. Ja gut, das war ja wirklich nicht schwer.
Naja, da hat er jetzt nicht die Gefahr gehabt zum Springen. Das kannst du nicht wissen, denke ich. Es ist schon was für Kenner, die Band. Hallenlicht, ein kleines Kind und bewegt sich nicht. Hat die Sorgen aus dem Kopf getrieben. Jetzt alles in der Haut geblieben, ist aus ihrem Traum zurückgekehrt und am Boden liegt, was sie begehrt. Was scheint ihre Haut, still schweigt ihre Brust, was sie will, hat es nie gewusst, sie hat es nie gewusst. Nein, habe ich nicht und habe auch kein Interesse dran. Ist das weiß wie Schnee? Ja. Aber das war jetzt geraten wahrscheinlich wegen dem Dialog, oder? Alter Schauer liegt auf ihrer Haut. Sie ist schuldig, hat das nicht gesaugt. Einen einzigen Schluck aus ihrer Brust. Nicht da hat es gewusst, es hat geatmet, hat geschrien, sie gesucht, an diesem Tag hat sie ihr Leben verflucht. Blass scheint ihre Haut, still schweigt ihre Brust, was sie will, hat es nie gewusst, sie hat es nie gewusst. Scheint ihre Haut, weicht ihre Brust. Okay, Riri, aber dann weißt du wahrscheinlich nicht, von wem das Lied ist, oder? Nie gewusst, sie hat es nie gewusst. Oder zumindest von wem die Version hier ist. Solche Aussagen kannst du dir hier kneifen, Alter. Danke, Thorsten. Haut hier voll raus. Vielen Dank. Was? Nein, das ist ein normales Stoffsofa. Ich muss mir doch irgendwann mal mit euch Liederraten spielen. Das war von Schock, das ist korrekt, ja. Können wir da auch gewinnen? Ich würde es fair machen. Ich würde euch alle gegen mich spielen lassen
Und ich würde halt, keine Ahnung, eine Mischung aus 50-50 machen. Welche, wo ich mir sicher bin, dass ihr nicht wisst, und welche, wo ich mir sicher bin, dass es einer mindestens weiß. Gibt aber dann auch nichts zu gewinnen, das wäre nur so ein Scherzding halt. Das könnte man halt mal machen, aus Spaß halt. In die war ich ein bisschen verknallt früher, in meiner Schulzeit. Von der Group Coverage. Wobei ich sagen muss, dass mir die Blonde mit den kurzen Haaren besser gefallen hat. Savage Garden. Savage Garden kenne ich, ja. Ich habe jetzt gerade keine Liedernamen im Kopf, aber ich kenne die Musik. To the Moon and Back. Stimmt, genau. Das war ein gutes Lied. Also ich sage auch mal so, es gibt auch genug Lieder, die ich nicht kenne. Aber ich behaupte mal von mir, dass ich schon ein sehr großes... Wissen an Musik habe. Vor allem aus verschiedenen Bereichen der Musik. Nach dem Lied ist sie übrigens aus. Ich mach schon mal die Kiste auf. So, Kiste wackelt, dann ist es bereit für euch. Was machst du heute noch? Feierabend. Vor 4:05 wäre es kein Feierabend bei mir. So Leute, dann danke ich euch jetzt allen fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat beim nächsten Mal Video, Stream, Gedöns, Getue, Gemache und ich weiß nicht, was noch alle mit dabei. Ja, bleibt anständig, bleibt sauber, macht keine Scheiße und bis zum nächsten Mal. Tschüss.